So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben eine kleine Challenge vor, denn da steht das Muttertier in der Küche und die soll eigentlich da sitzen. Da sitzt aber jetzt gerade der Adi und ich möchte eigentlich kurz eine neue Prime-Sorte testen, probieren, chucken und sie auch probieren lassen. Das heißt, wenn ich fertig bin, will ich ihr Glas hinterreichen, wenn sie da sitzt, dass sie auch mal probieren kann. Schafft sie es? In der Zeit, wie ich das hier aufnehme, hinter mich auf den Stuhl zu kommen und das Glas am Ende entgegenzunehmen, schafft sie es, den Adi vom Stuhl zu vertreiben? Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr dranbleibt. Jetzt stelle ich euch erstmal hier hin und würde sagen, so, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen wieder einen Prime Chuck machen, denn zwei Sorten habe ich aktuell noch da von Prime, die ich nicht kenne, die ich mir organisiert habe. Ich habe die Weiten des Internets durchforstet. Ich würde jetzt nicht 200 Euro für eine Prime-Flasche ausgeben. Da gibt es so viele krasse, kranke, limitierte Sorten. Aber ich habe eins gefunden noch, dieses Prime Dodgers. Ja, das ist irgendwie so ein Baseball-Team, ne? Kennt man? Sind das die LA Dodgers oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Die habe ich auf jeden Fall noch gefunden in einem Bundle mit einer anderen. Die seht ihr beim nächsten Video. Die möchte ich heute machen. Hat eine weiße Flasche mit einer blauen Prime-Schrift. Ihr seht hier diese rote Naht, die hier nach oben geht. Das soll ja ein Baseball darstellen. Ihr habt einen blauen Deckel oben drauf. Das ist wieder eine, die es bei uns nicht gibt. Deswegen hatte ich auch wieder so einen hässlichen Boden. Obwohl ich mittlerweile gemerkt habe, der hässliche Boden ist viel besser, wenn ich die in mein Regal hinten stelle, steht die bombenfest. Die anderen, die Deutschen bei uns, die haben ja so einen abgerundeten Boden, die fallen jedes Mal um. Das ist richtig bescheuert. Was das für ein Geschmack ist, kann ich nicht sagen. Das ist die Prime Dodgers Edition, die Tochter-Edition, ne? Da musst du halt den Stuhl nehmen und musst den umwerfen. Du musst den einfach nur runterkippen. Ich wusste, die Mama scheitert daran, die Katze vom Stuhl zu entfernen. Ich hätte den Stuhl einfach nur gekippt, dann fällt die irgendwie von alleine runter. So, das ist Prime Dodgers. Das möchte ich jetzt aufmachen. Das ist natürlich wieder aus Kokosnusswasser. Das zweite Ding, was einen noch verrückt macht, dass die Molly die ganze Zeit in dem Papierbeutel da rumwühlt und macht und tut. Das ist so, da kriegst du hier richtig Headache. Hätte ich gewartet, bis Ruhe einkehrt, aber da bin ich jetzt selber schuld. Deswegen müssen wir jetzt dieses Prime aufmachen. Wir schnüffeln mal an der Flasche. Und es riecht irgendwie ein bisschen wie Leim, irgendwie chemisch. Hä, ist das? Ich dachte, es ist irgendwie was Zitroniges. Hat einen komischen Geruch gerade, aber egal. Wir schenken dem Muttertier mal kurz einen Schluck ein, dass sie das dann probieren kann. Ich selber nehme einen ganz kleinen Hieb aus der Flasche, um den Geschmack aufzunehmen. Achso, warte mal. Ich habe noch gar keinen Thumbnail gemacht. Ich halte doch die Flasche immer so dumm vor meine Nase, ungefähr so. Dass man die sieht, dass man die Prime-Schrift lesen kann. Wir probieren jetzt also ganz kurz diese Prime-Sorte Prime Dodgers, Primes Tochter mit dem Baseball-Design, finde ich wieder mal cool. Ich feiere die Flaschen einfach. Und irgendwie schmeckt das wie, als würde ich es schon kennen. Und als wäre das einfach nur halt eine andere Verpackung. Also sind die so schlau, dass sie einfach ein Kokoswasser herstellen, ein bisschen irgendwas rein, gesund verkaufen, immer wieder genau den gleichen Geschmack, immer wieder in einer ganz anderen Flasche. Das ist immer wieder dasselbe Erlebnis, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, feierst du das auf einmal. Aber es sieht ja auch genauso aus wie die meisten anderen Primes, die man hat. Also geht es wirklich dann im Endeffekt nur ums Flaschen sammeln, weil die Geschmäcker fast alle gleich sind. Bei manchen steht ja extra drauf, das ist mit Strawberry, das ist mit Watermelon, das ist mit Lime. Aber hier, wo keine besonderen Sorten draufstehen, kann ich echt nicht sagen, was das sein soll, weil es ist halt hauptsächlich Kokoswasser. Es schmeckt irgendwie ein bisschen süß, es hydriert dich. Also es schmeckt nicht schlecht, ich finde es gerade gut. Besser als Gönnergy, besser als hier Red Bull, das ganze Zeug.
Ich habe schon schlechteres Prime getrunken, auch besseres. Das ist wieder so ein Mittelmaß, was auf jeden Fall geht. Gut gekühlt in dieser milchigen Kokosnussfarbe. Die Flasche kommt ins Regal, die Flasche wird gesammelt. Ich bin echt verdutzt, dass alles, was aus den USA kommt, irgendwie komplett gleich schmeckt. Gut, das UFC 300 hatte noch so eine leichte Zitrusnote drin, aber wir trinken das jetzt erstmal leer. Mal gucken, ob beim Chucken noch irgendwie ein anderes Erlebnis aufkommt. So, das Glas ist leer. Es ist ein ganz kleines bisschen beschlagen gewesen noch am Ende. Ich kann es nicht deuten. Es ist okay. Es ist irgendwie angenehm. Ja, es ist irgendwie auch erfrischend. So eine Flasche reicht aber auch. Also mehr würde ich am Tag gar nicht trinken. Und wir müssen mal zum Muttertier. Die hat ja hier noch ihr Gläschen. Wir müssen die jetzt mal fragen, wie das schmeckt. Probier du mal und sag mir mal, was das für ein Geschmack ist, ob du es rauskriegst, ob du genau weißt, was das ist. Du hast ja jetzt auch schon mal ein paar Prime-Sorten probiert. Nach was schmeckt das? Manchmal sage ich ja hier Brausetablette aufgelöst, das habe ich da jetzt nicht unbedingt. Das ist irgendwie ein bisschen hochwertiger als eine Brausetablette von der Apotheke, aber ich kann es nicht deuten. Die Katzen machen wieder Faxen. Also vom Geschmack her, es ist einfach brechsüß. Brechsüß? Brechsüß ist es, aber... Geschmack brechsüß. Sweet breaking. Ich kann es nicht definieren. Siehste, das heißt, das ist das neue Mystery Prime, wo du gar nicht weißt, was das sein soll. Ich verfolge noch mal kurz die Molly. Molly, was machst du da? Was machst du da? Hast du auch vom Prime genascht? Drehst du durch? Also. Das Muttertier sagt, es ist sehr süß. Es ist mega gesund. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist mega gesund. Es ist ohne Kohlensäure. Es ist auf Basis von Kokosnusswasser. Ich finde es unglaublich. Ich entdecke immer mehr irgendwie Gefallen an diesem Gesöff. Ich möchte alle Sorten erforschen, aber nee, ist zu teuer. Leider nicht. Ein Prime habe ich noch übrig, da bin ich mal gespannt. Wenn das genauso schmeckt wie das, dann fühle ich mich verarscht. Aber ich glaube, das nächste, das letzte, was wir noch übrig haben, schmeckt komplett anders. Da glaube ich fest dran. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Prime Ramses. Ciao.